Hallo ihr Lieben, da melde ich mich doch mitten in der Woche mal ganz plötzlich ohne irgendeinen Grund und ohne irgendeine Quest. Wobei Quest kommt nachher noch. Also Quest kriegt er heute noch den zweiten Teil von Ricky auf die Augen. Und ich habe auch noch den Pferdemarkt in Fort Pinter für euch. Aber gut, das ist jetzt alles nicht der Grund, warum ich hier heute mich bei euch melde, sondern ich möchte mich bedanken. Yay, ich habe 100 Abos zusammen. Juhu, ich freue mich total. Ja, gut, mittlerweile sind sogar 102 schon. Wahnsinn. Also irgendwie, sie kommen von allen Seiten. Ich finde es total klasse. Ja, das ist also irgendwie der Grund, warum ich mich hier melde. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte so ein bisschen Resümee auch vielleicht mal ziehen hier. So, dieser Kanal ist vor 4 Monaten von mir eröffnet worden. Das war irgendwie Januar, Februar und ich hatte noch irgendwie so gar keinen Plan, was ich mit der ganzen Geschichte anfangen wollte. Also klar, ich wollte so ein bisschen Star Stable machen, aber wie das Ganze aussehen sollte, keine Ahnung. Ja, das hat dann ganz mal angefangen hier so mit einem ersten, das erste Video war ein erstes Hallo aus Epona. Da habe ich dann mal so ein bisschen, ja, bin so ein bisschen schüchtern durch die Gegend geritten, habe euch mal ein bisschen Epona gezeigt, wusste damit so gar nicht irgendwie, ist das das, was die Leute sehen wollen und ist das das, was richtig ist. Und er war noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen eben, ne? Dann habe ich mal angefangen hier die ersten Let's Plays zu machen, und zwar Feierfall, was heißt Let's Plays? Es waren irgendwie so ein bisschen Erklärungsvideos hier Fang des Tages, ne? Im Fischerdorf, wenn wir da angeln müssen, dann ist ja immer die Frage, wo muss man da hin? Und da hatte ich dann mal Hering und Weißfisch aufgenommen. Dann hatte ich noch mal ein bisschen Epona gezeigt. Dann kam das erste Championat. Ja, nach dem Championat kam dann auch schon, nach dem ersten Championat kam dann auch schon die EVs. Da habe ich dann mal so ein Vergleichsvideo gemacht. Altes EV haben wir uns angeguckt vor Einführung. Dann kamen die neuen EVs. Dann habe ich so ein Rasseporträt gemacht über mein erstes englisches Vollblut, was ich gekauft habe. Das war der Fuchs. Ja, was war, gab es dann noch? Dann habe ich mal angefangen, ein bisschen die Wettbewerbe aufzunehmen. Und ja, hier und da, so Einblicke ins Dinotal sehe ich hier gerade noch, habe ich mal gemacht. Da sind wir genau, da habe ich euch mal so ein bisschen das Dinotal gezeigt. Dann kamen die Mittwochs-Updates-Videos. Mittwochs-Update-Videos. So, jetzt. Die habe ich dann regelmäßig gemacht. Dann kam bald schon Südhof. Also die Zeit ist dann auf einmal gerannt. Südhof haben wir ja noch gar nicht so lange. Ich blende euch mal überall so kleine Schnipsel hier ein. Ich hoffe zumindest, das ist der Plan. Ich hoffe, dass das alles jetzt so funktioniert hat beim Schneiden, wie ich mir das so denke jetzt, während ich das hier für euch aufnehme. Na, man wird sehen. Ja, wir haben auf jeden Fall schon irgendwie viel zusammen erlebt. Ich bin immer wieder total erstaunt und freue mich tierisch, wenn ich so viel Resonanz von euch bekomme. Die Kommentare, das werden immer mehr so in den ersten Videos, war das ja alles immer noch so. Naja, da haben dann so ein paar Freunde irgendwie sich mal gemeldet und. Aber es waren ja irgendwie noch keine, ja, Star Stabler, die mich nicht persönlich kannten. Und davon gibt es jetzt mittlerweile einige, die dabei sind, die auch immer mal wieder schreiben. Finde ich total großartig. Macht mir riesig Spaß, da auch mal so von euch so ein bisschen Feedback zu bekommen. Ne? Was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut? Wobei, bisher habe ich eigentlich, außer dass irgendwem mal damals mein EV-Fuchs nicht gefiel, weil es ein Fuchs war. Bisher habe ich also sonst da noch nichts Negatives gehört. Aber hey, also wenn ihr da mal irgendwie was nervig findet, her damit, ne? Schreibt es mir. Nur weil ich weiß, dass irgendwas blöd ist, kann ich es ändern. Ansonsten freue ich mich nach wie vor tierisch über Abos, über Likes, über ja, Kommentare. Irgendwie meldet euch bei mir und ich mache gerne weiter. Mit Star Stable habt ihr ja jetzt auch noch das neue Projekt, die Slimes auf dem Kanal. Mal gucken, was da noch so weitergeht und wie es da so weiterläuft. Macht mir auch total Spaß. Ja, ihr Lieben, das war's eigentlich auch. Ich wollte mich einfach nur bei euch bedanken, euch sagen, wie sehr ich mich darüber freue, und wie viel Spaß mir das hier alles macht. Tja, dann würde ich sagen, wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.